So, gleich ist jetzt. So. Gleich ist jetzt. Definitiv. Komm schon, bitte droppt noch was. Ich brauche schon eh nicht mehr viel. Bitte. 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 Ja, Drop Pomil hätte ich vielleicht ausdrücken sollen. Ich drop Emerald. Drop Pomil. Oder du kommst nicht in den Hamsterhimmel. So viel zum Hamster. Ich glaube, das mit dem Hamsterhimmel war nicht so überzeugend. Vielleicht weil er kein Hamster ist. Daran könnte es liegen. Musik ist gut. Die Musik passt auf jeden Fall. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Oh, du bekommst einen Hamsterhimmel. Das war sehr lieb von dir. Noch vier. Achso, ja, und dieser eine Quest-Typ da mit dem Lost Tower. Wo war das? 24. 24. 24. Das ist aber ein bisschen weg. Da in der Nähe muss es sein. Und da weiter. Was? Wo? Da irgendwo. Ach, das ist tatsächlich noch im Netherrack. Da ist er. Oh, krass. Stimmt. Hey, Adventurer. Would you mind help me for a second? Ja, gerne doch. Ich habe nur eine Sekunde, also laber. A while ago, before Ensign Emerald was destroyed, our family used to own quite an interesting book. Lag. Ich meine natürlich, ich hatte gerade Stand. Ich konnte gerade nicht reden. Unfortunately, a creature stole it from us during the attack that led to the destruction of Ancient Nemrek. And we haven't seen it si since. If you are wi willing to help, bring me one book of the bones. Gott. I believe this book is now between the hands of skeletons. In an old tower in the Ancient Nemrek. See if you can find this tower. One of the skeletons probably has it. Oh, okay. Keine Ahnung, wo das ist. An diese Quest kann ich mich null erinnern. Habe ich die überhaupt gemacht? Hoffentlich. Das wäre irgendwie fett. Ja, doch, muss ich gemacht haben. Ich denke schon. Nebenbei kann ich ja noch diese Skelette hier töten. Drop Bone Meal. Tu das. Wenn du nicht hörst, bist du gemein. Aber ich muss sagen, bald habe ich Level Up. Level Up. Ich wusste es. Snake Spell. Oh. Das klingt interessant. So, jetzt ist es ausgeglichen. Da haben wir aber auch Doppel Damage erhöht. Ich glaube, das ist recht praktisch. Wieso droppt ihr schon wieder nichts? Das finde ich sehr gemein. Komm schon, drop jetzt. Bitte. Drop. Okay, drop nichts. Wenn du jetzt was droppst, dann bist du wirklich nervig. Warte, der ist unbesiegbar? Nee, doch nicht. Mann. Der hört wieder auf mich. Sowas immer. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr und dann können sie selber entscheiden, ob sie was droppen oder nicht. Das ist doch. Das ist sehr nervig. Mir fehlen doch nur noch vier. Bitte gebt mir doch wenigstens eines. Obwohl, nee, bitte vier. Eines ist mir zu wenig. Die droppen einfach gar nichts. Danke. Warte, wenn ich jetzt sage, die droppen einfach gar nichts, dann droppen sie es bestimmt. Die droppen einfach gar nichts. Yay. So. Okay, im Wohnzimmer wird anscheinend jetzt gesaugt. Denn meine Vögel machen immer ein bisschen Dreck. Kennt ihr ja, wenn dann überall die Federn rumfliegen. Vielleicht kennt es einer von euch. Hat hier jemand von euch Wellensittiche oder Vögel?
Kanarienvögel, gibt es ja alles Mögliche. Die machen dann immer so Dreck auf dem Boden. Oder halt je nachdem, wo sie stehen. Kommt ja auf Käfigart an. Wir haben halt einen großen Käfig. Schön artgerecht und so. Allerdings haben wir irgendwie so ein seltsames Syndromteil drin. Das heißt, wir müssten die Vögel jetzt quasi, wir dürften keine neuen hinzufügen, weil der sonst den Virus auch bekommt. Oder was auch immer, das ist irgendwie was Seltsames quasi. Und dann werden die halt richtig, die können halt dadurch sterben und so. Und dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis die ganzen Vögel dann mal ausgestorben sozusagen sind. Dann könnten wir erst neue kaufen. Die Frage ist, ob wir das dann überhaupt nochmal wollen. Ich hoffe schon. Also ich bin schon dafür. So, wir haben 16, endlich. So, dann jetzt noch nach Ragni. Damit wir was machen konnten. Ach nee, Lost Tower. Ach, Lost Tower machen wir später, oder? Oh, wir können schon. Wir können schon. Nee, doch nicht. Find Lost Tower. Genau, diese Potions of Healing One brauche ich. Das wollte ich holen. Weißt du was, wenn ich den jetzt schon vorgeschwächt habe, dann mache ich den jetzt auch noch down. Jetzt habe ich einen Baum zu viel, natürlich. Und vor ihm bekomme ich gar keins. Immer das Gleiche. So, was hasse ich. Wehe, du brauchst es nicht mehr, dann bekommst du es irgendwie öfter. Habe ich auch das Gefühl gehabt. Bei so manchen Quests habe ich echt das Gefühl, dass man dann irgendwie weniger bekommt. Naja. Ich werfe trotzdem immer die Glasflaschen weg, obwohl ich gesagt habe, ich könnte sie noch brauchen. Ach, notfalls kaufe ich mir ein paar Tränke und die mache ich dann halt, trinke ich alle aus und dann habe ich auch Glasflaschen. Ihr werdet sehen, wieso ich diese sammeln, wieso ich diese eigentlich sammeln will. Ah, hier wäre das Spinnendanzen. Leute, Sprachfehler hoch 10. Spinnendungeon gewesen. Spinnendanzen. So. Ragni, 600 Blöcke. Ich glaube, ich mache dann eine kurze Pause. Vielleicht hatte ich so ein paar Sachen. Ich weiß noch nie. Sehe ich dann schon. Nur, das sind längere Folgen. Wahrscheinlich. Ich guck mal, wie es so ausgeht mit den ganzen Quests. Ich habe immer ganz gerne, wenn die Quests alle zusammen sind. So ein paar. Ich überlege ja auch viel, wie ich jetzt weitergehe und so. Weil ich schon ein bisschen ein System dahinter haben will. Dass ich eigentlich erst immer die leichteren Quests mache und dann später halt die schwereren. Oder halt dann einfach mal zwischendurch eine schwerere. Das mit der Hexe, das war ja dann, das musste ich ja verschieben, weil ich einfach nur noch gestorben wäre. Das hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich dann nur sterbe. Und dann nach 10.000 Versuchen, die ich geschafft hätte. Ich nenne ja auch die Folgen auch immer danach, welche Quests ich da gemacht habe. Also dadurch könnt ihr auch sehen, bei welcher ich jetzt bin und so. Wer sich denkt, bei welcher Quest macht er jetzt oder so. Vielleicht auch für die Leute gut, die sich jetzt nicht auskennen und jetzt ein Tutorial, sage ich jetzt mal, suchen, wie man diese Quest schafft und so. Zum Beispiel bei dem Geister, bei diesen Menschen da, die wir da gehabt haben. Da denke ich mal, dass viele das nicht herausfinden, dann könnt ihr da vielleicht vorbeischauen. Wenn ihr selber spielt, könnt ihr da auch gucken. Ist vielleicht ganz ratsam. Das ist eine Healing One Potion. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr so viele. Healing One. So, hallo. Ich würde gerne eine Healing Potion kaufen. Genau die hier. So. Dürfte reichen. Alter, manchmal habe ich das Gefühl, der Notenblock backt so, dass er die Töne nicht trifft. So. Das ist so richtig bumm. Aber so einen Sound zu, sowas zu, erstmal zu machen, das ist auch bestimmt richtig schwierig. Da musst du auch auf jeden Fall irgendwie musikalisch begabt sein, ansonsten kannst du das eh vergessen wahrscheinlich. Wo war denn der eine Typ da überhaupt?
Wo waren der Assassine? Ich weiß es nicht mehr. One hit, yeah. Das finde ich lustig, wenn man One-Hits macht. Das passt. Das war wahrscheinlich ein Anfänger, der mir gerade entgegengekommen ist. Der hat noch nicht so lange gezockt, so wie es aussieht. Assassin-Zombie. Genau sowas dachte ich mir, dass man öfter machen könnte. So, das wäre bestimmt cool. So, ab durch den Wald. Durch den dunklen Wald. Ich hätte aber noch gerne voll Hunger. Also halt. Wisst ihr schon, was ich meine? Fast voll zumindest. Ah, ich wollte mal gucken. Teleport macht 11 bis 16 Damage. Heal 0, natürlich. Meteor macht gut Damage, ja. Und die Snake macht 5 bis 8. Ist jetzt nicht das meiste, ne? Wieso kann ich das nicht aufheben? Okay. Egal. Könnte ich bestimmt nach einer Zeit aufheben. Das geht. Wenn es lang genug rumliegt, dann kann man es irgendwann aufheben. Da ist Joe's Shippers oder so. Verfolgt er mich? Nee. Hätte schon gedacht. Ja, der Wald. Also ich finde eigentlich, den Wald haben sie richtig gut hinbekommen. Vor allem die Bäume gefallen mir. Die musste ja alle einzeln bauen wahrscheinlich. Und die haben bestimmt ein ganzes Team gehabt, natürlich, aber trotzdem ist immer so eine Welt zu errichten, dauert einfach trotzdem lange, egal wie viele Leute man jetzt hat. Man braucht eine Weile, bis man sowas Schönes bauen kann. Eigentlich wäre es ja schon eine Kunst, Bäume zu bauen können, also solche Bäume zu bauen. Das ist ja eigentlich schon eine Kunst. Ich meine, natürlich, Häuser und so, alles Mögliche kann man ja alle hochbauen, aber was eben mache ich gerade für einen Weg? Frag mich nicht. Allerdings ist es schon krass, wenn man solche Bäume baut. Guck dir das an, das ist... Was will der denn? Welche vier Flowers? Hatten wir mal eine Quest mit vier Flowers? Ah. Oh, wo waren die? Ich kann ihm gerade auch nicht mehr helfen. Es ist zu lange her. Nee, ich weiß nicht mehr woher. Die gab's doch. Ich glaube, die waren in irgendeinem Ort oder so. Aber irgendwo konnte man die killen, glaube ich. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Keine Ahnung, wo die waren. Da kann ich ihm leider jetzt nicht helfen. Aber wenn ich was suche, dann google ich das immer. Wincraft und dann den Namen eingeben, da gibt's extra eine Wiki-Seite. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Von mir. Aber keine Ahnung, wie es war. Da kann ich ihm leider nicht helfen. Ich guck auch mal kurz, wo diese Leute waren eigentlich, aber hier waren sie nicht. Hier auch nicht. Die waren am irgendeinen Ausgang auf jeden Fall. Muss ich eigentlich nochmal in die Stadt rein? Nee. Da war ich noch nicht. Waren die nicht hier irgendwo? Boah, keine Ahnung, wo waren die denn wieder? Wir standen an irgendeinem Ausgang, denke ich mal. Alter, das ist immer... Ich bekomme hier immer nur zwei Emeralds, so wie es aussieht, okay. Ich habe das Gefühl, hier ist das nicht. Ich habe echt das Gefühl, das war irgendwo... Ach, wo war das nur? Ich könnte mal nur noch diese...
Hostile Mobs. Nee. Radar. Feindliche zeigen aus. Aber ich finde es trotzdem noch nicht. Läuft bei mir. Was macht dieser Deadless Citizens hier draußen? Der sollte doch schleunigst wieder reingehen. Ist bestimmt gefährlich hier. Oder war das hier? Ich glaube, es war hier irgendwo. Kurz vor der Wüste. Ja, doch, hier war es. Ich mache wieder feindliche Mobs an. Da drüben irgendwo, ja. Adam D. ist auch. Irgendwo. Ne, der ist hinter mir. Hallo, great, you got everything. Ja, habe ich. Hey, thanks for your help. Here, take these emeralds as a reward. 1300 XP und 32 Emeralds. Danke sehr. Level 27, ein Level Up hatten wir nicht, oder? Nee. Ich gehe mal kurz in Deadless rein. Ich habe ja doch zwei Sachen, die ich übrig habe, die verkaufe ich, glaube ich. Und dann gucke ich nochmal wegen den Quests. Nachdem ich das verkauft habe, beende ich diese Aufnahme auch. Und dann mache ich weiter. Ist aufgefallen, keiner hat so richtig geantwortet jetzt wegen dem Reisen. Also habe ich mal das Gefühl, dass jetzt keiner so richtig was dagegen hat. Deshalb werde ich es vielleicht einfach lassen. Dann habt ihr alles in voller Länge und dann passt es auch. Dann sind halt notfalls die Folgen länger, meine Güte. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das habe ich auch noch nicht enchanted. Pack einmal was drauf. Spell Damage plus 9%. 44. Ja, das ist mir jetzt zu teuer. Das will ich erst machen, wenn ich wirklich einen richtig guten Zauberstab habe. Wenn ich richtig gut meine, dann meine ich auch. Sage, dann meine ich auch richtig gut. So. Die Heiltränke kann ich mal lassen. Das da tue ich rein. Das ist die Will. Ah, da muss ich ja zu dem Typen. Wo war denn der? Lil. Wo war denn der Bruder von dem Typen? Wo war denn der Typ da nochmal? Der stand hier doch auch irgendwo rum. Oder stand der da beim. Das ist er, oder? Hey, ja. Hi. Oh, what the fuck? Wie schnell labert der? Brilliant, it's a little bit dusty, but it will do the trick. Here, take this as proof of my gratulation. Wir haben wieder ein Level up, wir können da jetzt in den Graveyard, da konnten wir doch schon rein. Es ist anscheinend für jeden Ding dann irgendwie, keine Ahnung. So, wir haben ein bisschen was bekommen, würde ich sagen. Und ein Level up. Läuft. So, das habe ich jetzt geupgradet. Und Spell Damage plus 9%. Das ist eigentlich eh ganz nice. Das passt dann schon. So, das können wir jetzt reintun. Da habe ich jetzt auch schon zwei von. Das sehen wir ja eigentlich immer, von was wir noch brauchen. What the fuck? Was waren das gerade für Geräusche? Das klang sehr seltsam. Oh, das sind. Water Bottles. Der hat Kojotenzeug dabei gehabt, so wie es aussieht, irgendwie. So, was mache ich jetzt hier weg? Ich nehme Heiltrank mit. Potion of Sex. Healing Sex, meine ich. Die kann ich wegtun. Und tue einfach die besseren rein. Und diese Glasflasche. Die Glasflaschen sammle ich ab jetzt. Pinke Wolle. Der hat die einfach rumliegen lassen. Wir haben. Der hat einfach pinke Wolle rumliegen lassen. Ihr wisst nicht, wie wertvoll die ist. Die braucht man nämlich später und die kostet eigentlich ein paar Emerald-Blöcke, die zu kaufen. Der hat die jetzt einfach rumgeschmissen. So, brauche ich nicht. Hey, da ist das Brown Horse, das, ja, das andere halt. Das benutze ich aber noch nicht. Das will ich nicht. Snow Heart. Wow. Mann, jetzt weiß ich nicht, was ich aussortieren soll. Ah. Diese Hungertränke, da mag ich gar nicht eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, die bringen mir eh nichts. Ich benutze die nie. Ich habe die noch kein einziges Mal benutzt, so richtig.
Ich habe eigentlich immer genug Hunger. Was heißt, ich will kein Kojotenzeug da. So. Gut, dann beende ich jetzt erstmal und bis gleich.